Hier spricht Annelie von der Reise zu deinem Sein. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der sehr wenig Liebe in seinem Leben erfahren hat. Und dann kommen eben Liebespartner in dein Leben und plötzlich wird die Liebe interessant, die sogenannte Liebe. Und plötzlich fragst du dich, ach ja, das gibt's ja. Jemand gibt mir Liebe und ich kann Liebe geben. Und das ist dann natürlich sehr schön und sehr aufregend und kann aber so weit gehen, dass du von dieser Liebe abhängig wirst. Ja, um ehrlich zu sein, dazu musst du nicht einmal wenig Liebe in deiner Kindheit erfahren haben, sondern den meisten Menschen geht so. Es ist einfach wunderschön, wenn einem Liebe geschenkt wird. Und ja, auch wenn man Liebe geben kann. Oder? Also, die Liebe, von der ich spreche, die Liebe, die dein Sein ist, die deine Seele ist, diese Liebe kann man weder bekommen noch geben noch verlieren. Noch braucht man sie. Und man kann natürlich auch nicht nach ihr streben. Und diese Liebe hat aber etwas offensichtlich Geheimes, denn nicht jeder erfährt sie oder nicht so schnell oder manche erfahren sie im Leben überhaupt nicht. Diese Menschen bleiben sozusagen stecken in der weltlichen Liebe von einem Liebespartner, von den Eltern, von den Kindern, von den Freunden. Auch die geben einem sozusagen Liebe, aber nicht die Liebe, die ich meine. Denn stell dir einmal vor, du hättest jetzt Pech und würdest alle diese Menschen aus irgendeinem Grund verlieren und deine Eltern sterben, deine Kinder haben kein Interesse mehr an dir, dein Liebespartner verlässt dich, deine Freunde interessieren sich für andere Dinge als dich, dann hättest du die Liebe verloren und müsstest sie woanders suchen. Und so ist es ja auch meistens. So geht es dann im Leben zu und man sucht und sucht und sucht nach dieser Liebe, ist aber auch bereit, sie zu geben. Ja, ich gebe ja, ich gebe ja. Und kommt auf einen vollkommen falschen Weg. Und auf den möchte ich dich heute eben hinweisen. Achtung, wenn du diese Gedanken in dir hast, dass du Liebe bekommen und geben möchtest, Liebe ist ein Geben und Nehmen oder so, dann bist du auf dem falschen Weg, denn es stimmt nicht. Was ist also die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass diese Liebe, diese göttliche Liebe, die du wirklich benötigst, in dir ist. Sie ist deine innere Wahrheit. Sie ist die Liebe. Sie ist wie ein Fluss, der niemals versiegt. Schon deshalb brauchst du nichts bekommen, denn du hast alles im Überfluss. Du musst es also nur bemerken. Und das ist die berühmte Selbstliebe, weil auch du kannst dir keine Liebe geben und du kannst keine Liebe von dir bekommen. Liebe ist keine Tätigkeit. Liebe ist nichts, was man
gibt, was man hat, es Liebe ist. Und diese Liebe in sich selbst zu entdecken, ist die Selbstliebe, nichts anderes. Es geht nicht darum, sich selbst an erste Stelle zu stellen. Natürlich soll man an erster Stelle im eigenen Leben stehen, das ist logisch, aber das hat mit Selbstliebe jetzt nichts zu tun, das ist einfach die Realität. Du musst dich um dich kümmern. Aber die Liebe in dir stellt dich nicht an irgendeine Stelle oder bewirkt etwas in dir, sondern diese Liebe ist einfach da, um entdeckt zu werden, um erfahren zu werden und dann wahrscheinlich im höchsten Erstaunen festzustellen, mit höchstem Erstaunen, ja, diese Liebe, die versiegt niemals. Es ist eine andere Form der Liebe, über die ich schon oft gesprochen habe. Die menschliche Liebe ist im Grunde genommen eine Anhaftung. Eine Anhaftung an irgendetwas oder jemanden, den man dann nicht mehr verlieren will, dessen Liebe man nicht mehr verlieren will. Und das ist genau das, was passiert, wenn sich zwei Menschen, die von einer Dualseele belebt werden, treffen. Diese Menschen wollen im Grunde nicht mehr voneinander loslassen. Ja, sogar der die Beziehung scheinbar beendet oder beenden möchte, kann nicht loslassen. Und beide Menschen stürzen eigentlich in die Verwirrung. Was hat es jetzt mit dieser Liebe auf sich? Was ist da los? Wieso kann ich von dem anderen Menschen nicht loslassen? Und es ist im Prinzip Anhaftung. Und das empfinden beide so. Und Anhaftung führt immer zu Drama und Unglück. Und im Fall von Dualseelen, die sich treffen, führt das auch zu Drama und Unglück und zu scheinbarer Trennung. Du hast also die einzige Möglichkeit, die Liebe, die euch beide belebt, in dir zu finden. Du kannst nur zu dir zurückkommen, um deine Dualseele zu finden. Du findest sie nicht in dem anderen Menschen, auch wenn er es ist oder sie es ist. Ja, ist sie halt. Aber er oder sie kann dir nichts geben, sondern das, was du suchst, ist in dir und es wartet nur darauf, entdeckt zu werden. Und wie ich schon oft gesagt habe, wie kannst du es entdecken? Nur im Hier und Jetzt, frei von Gedanken und Sehnsüchten und Wünschen und Drama. Und im jetzigen Moment, jetzt, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, ist genau das gegeben. In diesem Moment bist du mit deinem Sein, mit deiner Liebe, mit deiner Wahrheit in dir verbunden. Warum sage ich mit deiner und nicht mit der Wahrheit? Du bist natürlich auch mit der allgemeinen Wahrheit und der allgemeinen göttlichen Liebe verbunden, aber du hast auch eine individuelle Seele, die
über dich als Menschen Dinge erlebt, die sie individualisiert. Und diese individualisierte Seele belebt auch deine Dualseele. Also alles, was deine Seele verändert, verändert sich in für beide. Also vielleicht kann der andere oder kannst du das noch nicht wahrnehmen, das ist richtig. Wenn du dein Sein nicht wahrnehmen kannst, kannst du auch seine Veränderung nicht wahrnehmen. Aber dein Sein verändert sich dauernd durch deine Erlebnisse und die Erlebnisse deiner Dualseele auf dieser Welt. Und das ist in der jetzigen Inkarnation so und das wird in einer zukünftigen Inkarnation so sein oder war in einer vergangenen so. Und ihr beide Dualseelen seid jetzt nicht zufällig zur gleichen Zeit inkarniert. Ihr seid jetzt, ihr habt euch getroffen, weil ihr euch das vorgenommen habt und die Idee hinter dem Ganzen war, die Liebe zu entdecken. Und zwar nicht die Liebe, die menschliche Liebe, sondern der wahre Strom der Liebe, der durch dich fließt, möchte entdeckt werden. Und da gibt es dann auch keinen Mangel oder Sehnsüchte oder Wünsche, die existieren dann nicht mehr und natürlich gibt es keine Trennung. Und das ist die wahre Selbstliebe. Es ist nicht das, wenn dein Körper, also wenn du jetzt als Körper sagst, ich tue mir etwas Gutes und gehe heute in die Sauna, dann ist das schön und mach das bitte, aber es ist nicht Selbstliebe, sondern wenn du dein Sein in dir entdeckst im Erwachensprozess, der ausgelöst wird durch die Dualseele in deinem Fall, wird es dazu kommen, dass du dein Sein entdeckst, weil dein Ego zurückstehen muss irgendwann einmal. Ob es das will oder nicht. Du kannst es natürlich fördern, wenn du Übungen kennst, mit denen du ins Hier und Jetzt kommst. Es ist nicht schwierig und das Entdecken der Liebe, der göttlichen Liebe in sich selbst kann sofort stattfinden. Es kann kurzfristig stattfinden oder für länger. Es gibt viele Möglichkeiten. Und es gibt keine Regeln, dass man darauf lange warten muss. Ja, im Allgemeinen dauert der Prozess des Erwachens nach hiesigen Zeiteinheiten eher länger. Vor allem, weil wir ja immer wieder in die weltliche Welt zurückgestoßen werden mit ihren Vorteilen und Nachteilen und Hoffnungen und Sehnsüchten und Wünschen und Ideen und was unser Verstand, unser Ego nicht alles für Vorschläge macht und Ideen bringt, was wir nicht alles tun können. Und das, genau das hält dich aber ab, dein Sein kennenzulernen, denn wenn du dein Sein im Hier und Jetzt kennenlernen willst, dann geht das letzten Endes nur, wenn du bereit bist zu sagen, ich gebe jetzt meine Ideen und Gedanken und Vorstellungen einfach auf und nehme das an, was
die Liebe und die Wahrheit in mir, mit mir tun möchte. Also ich stelle mich zur Verfügung, ich bin das Werkzeug, das Instrument meines Seins. Das nennt man Hingabe. Das nennt man Hingabe. Und da gibt es keine Verhandlung, dass man sagt, naja, okay, ich mache das, was mein Sein mir so rät oder den Impuls, den es mir gibt, aber jetzt lasse ich das Ego noch drüber, damit es mir sagt, ob das ein vernünftiger Gedanke ist oder ob er gefährlich ist oder ob ich es vielleicht doch nicht tun sollte. Das geht nicht, sondern es gibt nur entweder oder. Entweder ich handle aus den Gedanken und Ideen meines Egos oder ich handle aus den Gedanken und Ideen der Liebe, die in mir im Überfluss vorhanden ist. Diese Liebe, die ich mein Sein nenne. Und dazu rate ich, denn noch einmal, dieses Sein ist auch das Sein deiner Dualseele. Und in dem Moment, in diesem Augenblick, wo du mit vollem Herzen mit deinem Sein in Hingabe verbunden bist, bist du mit deiner Dualseele verbunden. Und die körperliche Form deiner Dualseele wird, aus welchen Gründen auch immer, aber es sind natürlich energetische Gründe, deine menschliche Nähe suchen und immer wieder zu dir zurückkehren, solange du mit deinem Sein verbunden bist. Wenn du das nicht bist und dich dem Ego hingibst und sagst, okay, ich überlege mir jetzt vernünftig, was ich da und dort jetzt tun könnte und welche Gefahren da dahinter lauern und dieses und jenes tue ich lieber nicht, weil ich Angst davor habe. Das bringt dich aus dem Sein und weg von deiner Dualseele. So einfach ist die Geschichte und deshalb geht es darum, die Selbstliebe, die eigene persönliche Liebe in dir zu entdecken. Und das ist wie immer das Sein. Und davon gibt es im Überfluss und du benötigst, ob du es glaubst oder nicht, keine Liebe von deiner zweiten menschlichen Inkarnation. Du benötigst keine Liebe von deinen Kindern, von deinen Eltern und von niemandem auf dieser Welt. Du benötigst sie nicht und du kannst auch keine geben, sondern du bist es. Du hast genug und im Zustand dieser Liebe kannst du handeln, kannst du tun und kannst du leben. Du kannst das umsetzen. Aber du brauchst nicht denken, ich liebe jetzt diesen Menschen und schicke ihm Liebe. Das wird so nicht funktionieren und ist auch gar nicht notwendig. Es hat mit der Liebe, die immer in dir ist, gar nichts zu tun. Ja, ich hoffe, dass dir das heute wieder weitergeholfen hat. Und wenn du Fragen hast, kannst du sie ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche dir alles Gute und einen wunderschönen Tag und ja, eine gute Reise zu deiner eigenen Liebe, die in dir ist. Alles Gute und bis bald.